mal ist nur ein Ausschlag, mal sind es Quaddeln, mal sind es so richtige Beulen, die mit Wasser unterlegt sind. Die tun dann auch weh und das ist dann immer am nächsten Tag weg. Und dann kommt es aber woanders und es ist völlig wurscht wo. Frau Brandt hat eine chronische Nesselsucht oder auf Lateinisch Urticaria. Und das typische Bild ist eben, dass man Quaddeln hat, wie nach Kontakt zu einer Brennnessel. Bei der spontanen Urtikaria werden in der Haut liegende Entzündungsquellen, sogenannte Mastzellen, aktiviert und schütten den entzündungsfördernden Botenstoff Histamin aus. Dadurch erweitern sich die Gefäße, Quaddeln entstehen. Sie sind unregelmäßig über den ganzen Körper verteilt, treten an manchen Stellen auf und verschwinden wieder. Heilt sie nicht innerhalb von 6 Wochen aus, wird die Nesselsucht chronisch. Frauen betrifft es doppelt so häufig wie Männer. Zudem juckt der Ausschlag. Sobald Ingrid Brandt kratzt, entstehen Schwellungen.